Hallo, liebe Arcana-Club-Mitglieder, vielleicht geht es euch wie mir. Man hat iOS 16 installiert und stellt plötzlich fest, hä, was hat sich denn da geändert? Denn tatsächlich, so ganz offensiv ist die Änderung nicht zu sehen, wenn man das iOS 16-Update installiert hat. Vielleicht auch Absicht von Apple, damit die User, die mit den alten Sachen noch zurechtkommen, auch mit dem neuen Betriebssystem sofort zurechtkommen, dass eben nicht sich alles verändert. Das ist also auch eine Apple-Philosophie, die wir durchaus gut finden. Aber im Versteckten sind dann doch jede Menge Sachen passiert. Und in dieser Serie wollen wir darauf eingehen, auf die kleinen, schönen Sachen, die es da so gibt. Hier bin ich zum Beispiel in der Fotos-App. Und schaut mal, wenn man hier so auf ein Foto klickt, da kann man ja bearbeiten hier oben sagen. Und dann diese Verbesserungsaktionen starten. Zum Beispiel hier diesen Zauberstab anklicken. Das Bild sieht durchaus dann schöner aus. Kann man verschiedene Einstellungen ja vornehmen. Alles, was ihr möchtet. Ich mache das hier mal. Ich werde hier mal ein bisschen übertrieben. Zum Beispiel so einen Schwarz-Weiß-Filter draufsetzen. Schaut mal, das sieht ganz gut aus. Aber was viele nicht wissen, in iOS 16 können wir das auf mehrere Bilder anwenden. Und das geht, indem man hier oben auf diese drei Pünktchen klickt. Und dann seht ihr hier einen Menüpunkt Änderungen kopieren. Da klicke ich mal drauf. Nun sind die in der Zwischenablage gespeichert, diese Änderungen. Ich übernehme die jetzt hier mal mit diesem Häkchen für dieses Bild und gehe wieder zurück in meine Ansicht und wähle hier oben jetzt Auswählen an. Damit kann ich mehrere Bilder auswählen und ich mache das hier mal mit diesen Bildern. Und dann befinden sich dummerweise die drei Pünktchen jetzt unten am Bildschirm, aber da sind sie. Und dort kann ich jetzt sagen, Änderungen einsetzen. Da klicke ich mal drauf und schaut mal, nun werden alle Bilder, die ich gewählt habe, in Schwarz-Weiß umgesetzt. Der Filter wird darauf angewendet. Es hat super geklappt, ganz toll. Und damit habe ich das mit einem Schlag für mehrere Fotos gemacht. Das ist eine super Erleichterung, wenn ihr eure Bilder einfach nur verbessern wollt mit diesem Verbesserungsfilter von Apple. Dann könnt ihr es jetzt für mehrere Bilder machen. Und das Ganze ist ja nicht in die Bilder reingerechnet. Das heißt, wenn ich hier auf so ein Bild klicke, kann ich hier oben wieder auf Bearbeiten klicken und dann sagen, ich möchte wieder zurück zum Original. Das ist dieser, ja, rote Pfeil hier unten, den man hat. Und da kann ich sagen, zurück zum Original. Dann kommt das Originalbild wieder. So, und das habe ich jetzt nur bei einem Einzelbild gemacht. Jetzt könnte man denken, diese Änderung kann man irgendwie auch drauf kopieren. Es geht einfacher. Schaut mal, hier oben wählen wir wieder Auswählen an, wählen mehrere Fotos an. Und dann anschließend klicken wir hier unten wieder auf die drei Pünktchen und sagen, für die ausgewählten Bilder bitte zurück zum Original. Ja, zurücksetzen. Und dann erscheinen wieder unsere ursprünglichen Bilder, die wir fotografiert haben. Also eine tolle Sache der Bildbearbeitung. Geht jetzt rasend schnell und macht riesen Spaß. Muss man nur wissen, wie es geht. Ist, wie gesagt, in diesen Menüs versteckt. Und da gibt es noch viele Dinge, die irgendwo in Menüs versteckt sind. Aber dazu ist der Club ja da, euch die Dinge zu zeigen.